Ja, moin aus Norddeutschland. Ja, wie Sie da wahrscheinlich auch direkt gehört haben, ich komme nicht von hier. Und da möchte ich auch einmal kurz vorstellen, wer bin ich überhaupt und wieso bin ich heute hier? Hoppada. Genau, ich bin Schüler der Kaiser-Karl-Schule Itzehoe, liegt im wunderschönen Norddeutschland in Schleswig-Holstein. Ich bin selbst Lernstick-Nutzer, aber nicht von der Schule, da komme ich später nochmal drauf zu, und seit mehreren Jahren Linux-Nutzer. Mich hat das Lernstick-Projekt angetan, war letztes Jahr halt auf dem Lernstick-Tag mit dabei. Und was ich mehr oder weniger mache, blogge ich entweder, oder wer nachher noch Fragen hat an mich, soll es auch immer gerne eine E-Mail schicken. So, am Anfang ein bisschen kleine meine Erfahrung mit Vorträgen und Open Source. Wenn man abends dann um 10 das Referat dann fertig gemacht hat, Rechner geupdatet hat, neu starten, und dann sieht man plötzlich das hier. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Open Source Software nutzt und den Bootloader kennt. Das ist einfach der Systemstart und da ist die Fehlermeldung, ja schade, funktioniert nicht. Seit dem Tag weiß ich endlich, wie man Linux-Systeme per Hand startet. Das war eine witzige Erfahrung, mehr oder weniger nicht, aber am nächsten Tag lief das Referat. So, dann kommen wir erstmal auf Open Education. Open Education für mich als Schüler ist nicht so definiert, wie wir es eben gerade schon gehört haben, dass es komplett frei ist, sondern bei mir ist der Hauptfaktor eher, dass die Mittel wirklich frei sind, die ich nutzen kann in der Hinsicht, die sind kostenlos für mich zu nutzen und ich muss dafür kein Geld ausgeben, um an die Information zu kommen. Und ich denke, allen ist bekannt, Wikipedia. Wikipedia ist als für Schüler mehr oder weniger super, um einen Erstüberblick immer zu bekommen. Nur eine Zusatzsoftware ist auch immer für mich wichtig, komme ich später noch drauf zu, KiVix. Mit KiVix kann man Wikipedia offline aufrufen oder offline als Webseite zur Verfügung stellen. So, Wikipedia ist zwar super, aber meine Informationen kommen ja auch noch von überall her. Und zwar, ich bin im Physikprofil bei mir an der Schule, da ist Live Physik ein bestes Beispiel. Oder Simple Club, ich hoffe, einige Schüler werden es auch nutzen. Das ist ein YouTube-Kanal, der einfache Informationsvideos zur Verfügung stellt. Natürlich sind die nicht so weiter zu veröffentlichen, aber es sind freie Informationen für mich. Und wo ich das erste Mal mitbekommen habe, dass wie wichtig es eigentlich ist, dass Vorträge online gestellt worden sind, ist von DEFCON. DEFCON ist eine Hacking-Konferenz und die stellen seit Jahren ihre Vorträge immer alle online. Und wenn man dann Informationen braucht, konnte man die immer nachvollziehen. Was mir fehlt, ist, dass von den Schulen eigentlich absolut gar nichts kommt. Von den Schulen auch aus Deutschland und aus anderen Ländern wird immer sehr wenig veröffentlicht. Die Universitäten machen es immer mehr. Aber was Open Education angeht oder Lehrmittel von anderen Schulen zu bekommen, gibt es als Schüler eigentlich absolut gar nichts. So, dann kommen wir jetzt zu Open Source. Was ist für mich Open Source oder was ist Open Source? Welche Punkte sind da für mich wichtig? Open Source kennen Sie wahrscheinlich die meisten von euch. Es ist Software, die frei zur Verfügung steht oder der im Source Code offen liegt und in den meisten Fällen kostenlos ist. Der Punkt kostenlos ist für einen Schüler mehr oder weniger der wichtigste, weil so kommen wir an gute Produkte, ohne dafür was zahlen zu müssen oder halt sonst gegebenenfalls raubkopieren, was halt die schlechteste Variante ist. Genau, fangen wir mit dem ersten Bereich für mich an. Das ist Office. Wenn man in der Schule sitzt mit seinem Notebook, muss man erstmal gucken, wie arbeite ich im Unterricht damit. Und da ist halt LibreOffice eine mit der wichtigsten. Und halt, da werden wir später auch noch was von der Adfinesis Group hören. Das ist mit LibreOffice Online. Und jetzt, wenn man in der Physik ist, im wissenschaftlichen Bereich, dann halt natürlich auch mit LaTeX, wie man hier sieht. Das ist für mich so das Wichtigste an Open-Source-Software, die ich im Unterricht nutze. Dann kommen wir aber noch zu den weiteren Punkten, und zwar, was denn überhaupt außerhalb noch alles ist. Nagios ist ein Monitoring-System, was mir den Einstieg in die Berufswelt neben der Schule ermöglicht hat und arbeite mit dem System. Und die unteren Apache und Ghost, das ist zum Beispiel meine Blogging-Plattform. Die beide sind Open-Source-Software und ich arbeite mit denen komplett. So, der Lernstick und halt Tux für Linux. Das sind die beiden Betriebssysteme oder einmal Linux und einmal den Lernstick als Betriebssystem, mit denen ich arbeite oder auch generell nur Linux. So, und dann kommen wir ein bisschen zu dem, wie mache ich das Ganze eigentlich in der Schule. Dazu muss ich sagen, unsere Schule ist nicht darauf spezialisiert, ICT im Unterricht zu machen und hat auch keine Infrastruktur dafür. Wir sind derzeit in der Evaluierung und ich habe mit einer Klassenstufe unter mir ein Projekt, wo wir gerade testen, was wollen wir überhaupt machen an unserer Schule. Aber dann kommen wir als erstes, wo ist meine Steckdose? Und das trifft es leider manchmal ganz gut, wenn man ein Verlängerungskabel durch einen halben Raum legen muss, damit man überhaupt mal an Strom kommt. Aber
Man arbeitet da so langsam rum und dann ist das zweite Problem. Wenn ich jetzt an Wissen rankommen möchte im Unterricht, das meiste befindet sich im Internet. Wenn aber kein WLAN da ist, wie komme ich jetzt bitte schön an die Informationen? Natürlich kann ich meinen Handy-Hotspot anschalten, aber 750 MB sind auch nach 2-3 Tagen immer locker aufgebraucht. Und dann hilft halt, wie eingangs erwähnt, KiWiX dazu, Wikipedia offline auf dem Rechner zu haben. Frisst zwar jede Menge Speicherplatz, aber man hat das Wissen immer ziemlich schnell erreichbar, was einfach gut ist, um schnell irgendwas nachzuschlagen. So, ich bin der Einzige bei mir in der Klasse mit einem Notebook und dann hat man natürlich immer noch mit MS Office zu tun, obwohl meine Schule LibreOffice insgesamt einsetzt. Aber natürlich, wenn ein Klassenkamerad sagt, ja, können wir nicht dein Notebook für Präsentationen nutzen, dann hat man doch immer was mit anderen zu tun. Und da ist die Erfahrung, die meisten Sachen lassen sich innerhalb von 10 bis 20 Minuten einfach rüber nach LibreOffice konvertieren. Manchmal muss man die Sache auch mit Wine, also mit einem Emulator mehr oder weniger für Windows starten. Oder die einfachste Variante ist natürlich, wenn man sagt, okay, schick mir das einfach als PDF zu. Dann sitze ich im Unterricht mit einem Notebook und der Unterricht an sich ist halt eigentlich auf Zettel ausgelegt oder die meisten Sachen sind an der Tafel. Also es ist sehr viel analog. Mitschreiben tue ich dann halt in LibreOffice oder in LaTeX, je nachdem, welches Fach es ist. Und was mir wichtig ist, was man dann auch immer nicht vergessen kann, neue Medien sind schön, aber für einige Sachen ist der College-Block einfach schneller. Der College-Block ist besonders in Mathematik, kann man damit zügig arbeiten und nachher die wichtigen Sachen vielleicht auf dem Rechner übernehmen, aber er existiert halt immer noch und ist auch immer noch sinnvoll einzusetzen. So, jetzt aber die Frage, ich bekomme im Jahr so einen riesen Aktenordner voller Zettel. Denn was macht man überhaupt mit denen? Weil viele Sachen in der Schule sind halt analog und was ich dann mache, okay, ich setze mich dann hin und scanne die ganzen ein, dann kommt dann mehr oder weniger so ein Zettelstapel bei raus, nur nicht so ordentlich. Und dann versuche ich die mittlerweile ein bisschen zu sortieren, aber es ist immer noch ein Problem, dass wenn man wirklich mit den neuen Sachen arbeiten möchte, wie man die miteinander verknüpft, weil es sind sehr alte Lehrmittel dabei, es gibt neuere, die bekomme ich dann zum Teil als PDF, aber es ist sehr viel, sehr nicht digital. Ja, dann kommen wir zum Ende. Was ich auch noch gelernt habe in den verschiedenen Open-Source-Projekten, wo ich mitmache, dass man gemeinsam mehr erreicht. Natürlich ist das Endprodukt nicht unbedingt immer besser oder schneller fertig, aber man erreicht insgesamt eigentlich immer mehr. Und zum Ende, Open Education und auch Open Source ist super, besonders als Schüler, um frei an Mittel ranzukommen. Nur der Punkt ist, viele kennen es einfach nicht. Wie ich zu Open Source oder auch zu Linux gekommen bin, ja, mein Notebook war plötzlich mal weg und ich hatte nur noch einen alten iMac und einen Raspberry Pi bei mir rumstehen. Ja, dann war ich halt mal gezwungen, die Software wirklich zu nutzen. Und so bin ich dann mehr oder weniger darauf hängen geblieben. Und jetzt auch einige meiner Klassenkameraden nutzen Linux aus dem einfachen Grund, dass sie Windows nicht raubkopieren wollen, weil sie das Geld dafür nicht haben oder auch einfach ihre Hardware nicht mehr unterstützt wird. Das sind so die Punkte. Wenn Sie Fragen haben, dann bitte jetzt. Ja, sonst. Vielen Dank.